Willkommen bei der Tübinger Telefonandacht zur Tageslosung. Heute am 23. September. Heute haben wir einen kurzen Vers aus dem Jesaja-Buch. Jesaja Kapitel 54, Vers 4. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zum Spott werden. Ja, dieser Satz hat mich berührt, aber gleich auch ein Fragezeichen aufkommen lassen. Warum schämen? Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zum Spott werden. Wenn man so ein bisschen die Verse drumherum liest und auch den Kontext weiß, in dem Jesaja geschrieben hat, dann wird schnell klar, es ist ein Gotteswort, das hier an das Volk Israel gerichtet ist, an Jerusalem, die Stadt, die zerstört worden ist von den Besatzern, an, man denkt hier eben auch an diese Schmach, an die Zerstörung des Heiligsten, das, was nie vorstellbar gewesen wäre und nun mit Füßen getreten wurde. Viel, viel Leid. Und da hört man vielleicht dann doch, ja, das hämische Lachen der siegreichen Besatzer. Und versteht dann nochmal eben besser diesen Satz, schäme dich nicht, denn du sollst nicht zum Spott werden. Im Vers danach steht dann auch, dass Gott diese Stadt Jerusalem und damit eben auch dieses Volk Israel wieder zu sich rufen wird. Und ich finde, das sind eigentlich wunderschöne Bilder, in denen da gesprochen wird. Das heißt es, wie eine verlassene und von Herzen betrübte Frau, wie könnte er sie weiterhin verstoßen? Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Die Zeit der Schmach und des Spotts soll vorbei sein. Und was geschehen ist, ist geschehen und ist furchtbar, aber soll dich nicht weiter schrecken. Ein Satz, der einen sehr berühren kann, auch wenn man an das eigene Leben denkt, an Geschehnisse, die vielleicht bei einem selbst auch passiert sind, Wunden, Narben, die nach wie vor schmerzen, wenn einem zu Unrecht auch Leid angetan wurde. Vergangenheit kann weit in die Gegenwart hinein wirken. Legen wir mal noch den Text aus dem Neuen Testament hinzu, aus dem Philipperbrief. Da schreibt der Autor: Ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Das finde ich auch ein sehr gutes Bild, das dazu passt. Gott will nicht, dass wir uns selbst klein machen durch das, was geschehen ist. Und er will auch nicht, dass wir uns klein machen lassen. Demut, ja, vor ihm, vor unserem Gott. Aber das heißt nicht das Gleiche,
als sollten wir mit Minderwertigkeitskomplexen leben. Das heißt, wir sollen uns nicht von unserer Schuld, von unserer Vergangenheit, von dem, was uns angetan wurde, bestimmen lassen. Das ist, glaube ich, gemeint, wenn hier steht, ich vergesse, was da hinten ist. Und ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Bei Paulus kann man natürlich auch an seine Vergangenheit denken, die er hatte erst als Verfolger der ersten Christen. Und dann, nach seinem Bekehrungserlebnis, hat sich sein Leben ja komplett gewandelt zu einem der größten Missionare und Prediger der ersten Christenheit. Und so sagt er, will ich jetzt leben? Ich will mich nicht bestimmen lassen von dem, was war, sondern mich ausstrecken nach dem, was da vorne ist. Und für Paulus ist es natürlich Christus bzw. das Evangelium, von dem er jetzt lebt. Von dieser Erlösung, die er ganz persönlich erfahren hat in seiner Christusbegegnung, die ja auch eine Befreiung ist von allem, was uns lähmt und hemmt und klein macht. Und das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie sich so ausstrecken können nach dem, was da vorne ist.